Paulus schrieb gleich am Anfang des zweiten Briefes an die Bewohner Korinths auch folgende Zeilen. Wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass uns da nämlich im Übermaß, über unsere Kraft, Schweres aufgeladen worden ist, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir hatten jedoch in uns selbst das Todesurteil schon hingenommen. Und so vertrauten wir nicht auf uns selbst, sondern auf den Gott, der die Toten erweckt. Und der hat uns herausgerissen aus solcher Todesnot und reißt uns immer noch heraus. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er wird uns auch hinfort herausreißen, wenn auch ihr mit uns zusammenwirkt in der Fürbitte, damit im Angesicht vieler für die uns gewährte Gnade, die uns gegeben ist, durch viele Dank gesagt werde. Denn dies ist ja unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir durch Gottes Gutherzigkeit und Lauterkeit und nicht durch fleischliche Weisheit, sondern vielmehr durch Gottes Gnade unser Leben in der Welt geführt haben. Wie wir euer Ruhm sind, so seid ihr der unsere am Tag unseres Herrn Jesus. Amen.